Die Ärzte und das Pflegepersonal vom Spital Nyon bereiten sich auf schwierige Situationen vor. Jeden Tag kommen hier Patienten an, die vom Coronavirus schwer betroffen sind. Noch gibt es hier Freibett, aber wie lange noch? Les infirmiers vont faire le maximum. Das Pflegepersonal und die Ärzte geben jeden Tag das Maximum. Es ist etwas wie im Krieg, wo wir vielleicht werden gezwungen sein, zu entscheiden, wer noch welche Behandlung überkommt. Das ist die Geschichte von einem Spital in der Stadt Nyon, das mit der Corona-Krise konfrontiert ist. Es ist die Geschichte vom Kampf des Spitalpersonals, das so viele Kranke wie möglich retten will. Eine Geschichte, die damit im März noch niemand zu Ende kennt. Nyon ist eines von vier Spitälern im Kanton Waadt, die Corona-Patienten behandelt. Die Zahl der Patienten nimmt stark zu. Allein am Wochenende vom 21. und 22. März kommen 12 neue Corona-Fälle dazu. Das sind Zahlen, die die Verantwortlichen beunruhigen. Ich würde sagen, dass es malheureusement quelque chose à laquelle on s'attendait, avoir la vitesse d'ascension de la courbe de l'épidémie. Mit dem haben wir leider müssen rechnen. Trotzdem macht uns der schnelle Anstieg von der Anzahl Infizierten Sorgen. Heute sind es 1000, morgen 2000, übermorgen 4000. Wenn das wirklich so exponentiell zunimmt, werden wir hier sehr schnell ganz viele Patienten haben. Und wenn nur eine kleine Minderheit von ihnen auf der Intensivstation landet, wird das uns schnell an die Belastungsgrenze bringen. Va aussi elle croître de façon exponentielle, donc va mettre à mal nos institutions. Notfallkoordinatorin Perrine Holzwart und Pflegefachfrau Aurélie Benoit-Guillot planen die ganzen Abläufe für die Corona-Station vom Spital. Sie rechnen damit, dass das Personal über einen langen Zeitraum stark wird gefordert sein. On part du principe où on est au début de la crise. Wir gehen davon aus, dass wir erst am Anfang dieser Krise stehen. Wir hatten einen strengen Winter und das Personal ist eigentlich schon müde. Der Höhepunkt der Krise kommt wahrscheinlich erst im Mai oder im Juni. Das Aufnahme- und Untersuchungszentrum für Corona-Patienten befindet sich in einem Container vor dem Spital, der damit im März erst seit ein paar Tagen steht. Die Patienten müssen draußen warten. Madame Pité? Frau Pité? Ja. Bonjour Madame. Grüezi. Kommen Sie nur. On avait estimé environ à 30-40 personnes. Hier, ils ont fait 60 consultations. Wir haben eigentlich mit ungefähr 30 bis 40 Personen pro Tag gerechnet. Gestern waren es 60 Behandlungen. Das Team hat sich sofort auf die vielen zusätzlichen Patienten einstellen. Wir haben unser Konzept geändert und unsere zwei Teams aufgeteilt, von je einer Ärztin und einer Pflegefachfrau. So können wir unsere Wartezeiten verkürzen. Nehmen Sie etwas gegen den Husten? Nein. Husten, Fieber und eine grosse Müdigkeit. Das sind die klassischen Symptome von diesem Virus. Ich arbeite bei der Spitex. Ich war anderthalb Stunden lang bei einer Person, die mit dem Coronavirus infiziert ist. Wir arbeiten an der vordersten Front und können uns darum schnell anstecken. Das tut mir im Herzen weh. Adieu, gute Besserung. Es gibt eine Konsultation nach der anderen. Der Corona-Test wird mit einem Nasenabstrich gemacht. Im Container nebenan ist eine Frau ohnmächtig geworden. Ihr Zustand ist instabil, sie wird sofort behandelt. Die getesteten Personen gehen wieder heim und warten tagelang auf das Ergebnis des Tests. Die Zahl der Fälle nimmt da Mitte März jeden Tag um 20-30% zu. In dieser Krise kommt das Privatleben des Gesundheitspersonals zu kurz. So für die Notfallkoordinatorin Perrine Holzwart. C'est sûr, mon loup. Sie kann nach mehreren Tagen mit 9-10 strengen Stunden Arbeit ihren Sohn endlich wieder sehen. Sie holt ihn aus einer Kita ab, die extra für Kinder von medizinischem Personal offen ist. Bei ihren Daheim tut die alleinerziehende Mutter alles dafür, dass sich möglichst niemand ansteckt. Alors on rince. On frotte, on frotte, on frotte. Ich bin jeden Tag um Infizierte herum. Ich hoffe wirklich, dass ich das nicht in meine Familie hineintrage. Ich gebe mir grösste Mühe, dass das nicht passiert. Umso mehr versucht sie, die kurze Zeit mit ihrem Sohn zusammen zu genießen. Sie weiss, die strengste Zeit kommt erst noch.
der Intensivstation des Spital Nyon schaut das Personal angespannt auf die Monitore der Beatmungsgeräte. Entscheidend ist für den medizinischen Direktor, dass der Sauerstoffgehalt im Blut nicht zu fest sinkt. Das ist das, was uns beunruhigt. Wenn der Wert sinkt, müssen wir die Sauerstoffmenge aufentun. Vom 23. bis zum 29. März füllt sich die Corona-Station vom Spital Nyon immer mehr. Zwei Patienten sind in dieser Woche bereits am Virus gestorben und es sind 10 neue schwere Fälle dazugekommen. Die Intensivstation ist nur noch ein einziges Bett frei. On a un lit disponible pour le prochain, parce qu'on sait que c'est pas. Est-ce que ça va arriver, mais quand ça va. Wir haben ein Bett für den nächsten Patienten. Wir wissen, dass jeden Tag 1 bis 2 neue Patienten dazukommen. Das heisst, wir sind jetzt gerade voll belegt. Et de façon incrémentielle, donc ça va s'accélérer. Die Welle von neuen Patienten, die man befürchtet hat, ist Ende März da. Für das Pflegepersonal steigt der Druck. Eine der Schlüsselpersonen fehlt. Notfallkoordinatorin Perrin Holzwart hat ihren Posten verlassen. Noch letzte Woche war sie fast pausenlos im Einsatz. Sie ist positiv auf ein Coronavirus getestet worden und jetzt haben wir Quarantäne. Sie äußert sich per Videochat. Écoutez, je voulais prendre un peu de vos nouvelles. Wie geht's euch daheim? Ich habe weder Husten noch Fieber und auch keine Grippesymptome, wie sie überall beschrieben sind. Ich habe einfach meinen Geruchssinn verloren. Das macht mir ein schlechtes Gewissen, dass ich mein Team jetzt im Stich lassen muss und auch meine Arbeitskollegen könnte angesteckt haben. Ihr Sohn zeigt zum Glück keine Symptome. Immer häufiger kommen auch junge Patienten in die Corona-Station vom Spital Nyon. Die Frau hat grosse Probleme beim Schnaufen. Ihr Mann macht sich Sorgen. Seit heute am Morgen hat sie starke Schmerzen. Sie bekommt nicht genug Luft. Darum sind wir sofort gekommen. Rund 10 Patienten sind in dieser Woche in der Beobachtungsstation. Die 68-jährige Physiotherapeutin ist Mitte Februar mit dem Coronavirus infiziert worden. Ich habe Sauerstoff bekommen und eine gute Pflege. Aber es ist mir dermassen schlecht gegangen. Wirklich schlecht. In der zweiten Woche habe ich gesagt, lass mich bitte nicht so sterben. Man hat das Gefühl, alles steht still und es ginge überhaupt nicht vorwärts. Dann habe ich wirklich Angst bekommen. Die Patientin ist schon mehr als 2 Wochen im Spital. Wenn sich ihr Gesundheitszustand weiter verbessert, kann sie bald heimgehen. Die Bett gleich wieder frei zu bekommen, ist entscheidend im Kampf gegen den Virus. Jeden Tag macht sich der Leiter von Pflege, der Olivier Gauchot, zusammen mit seinen Kollegen ein Bild von der Situation. Für weiter Platz zu haben für alle Corona-Patienten, überlegt man sich in dieser letzten Märzwoche, ein paar von ihnen in andere Spitäler zu verlegen. Aber das ist schwierig. Der Transport von schwerkranken Patienten ist riskant und die Spitalbetten in der ganzen Westschweiz knapp. Heute sehen wir, dass die Zahl der Patienten stark ansteigt. Das grosse Problem ist es, genügend Personal zu finden. Das Team ist jetzt dran, zusätzliche Leute zu suchen. Das wird eine grosse Herausforderung. Am Abend ist der medizinische Direktor Lohan Kistin immer noch da. Gegenüber dem heimtückischen Virus fühlt er sich irgendwie hilflos. Es gibt immer noch kein Medikament und keine Impfung dagegen. On se sent un peu impuissant malgré tout devant cette maladie. Notre seule arme en fait c'est. Da fühlt man sich ziemlich machtlos. Unser einziges Gegenmittel ist es, die Patienten mit der künstlichen Beatmung zu unterstützen. Dann hilft oft nur noch beten. Es ist zwar wunderbar, all die moderne Technologie zu haben. Qui est extraordinaire par rapport à tout ce qu'on arrive à faire, mais c'est vrai que on n'a pas. Aber wir haben nicht wie bei einer bakteriellen Infektion das Antibiotikum, das wir wissen, dass es wirkt und so Leben retten können. Das Leben von möglichst vielen Patienten retten.
Für das kämpft das Personal vom Spital Nyon. Nach einem langen Tag ist es für Laurent Christin Zeit zum Heimgehen. In der Nacht bleibt er auf Pique. Pörin Holzwart ist wieder im Spital an ihrer Arbeit. 10 Tage lang war die Koordinatorin der Notfallstation krank. Jetzt hat sie sich vom Coronavirus wieder vollständig erholt. Es fühlt sich gut an, wieder ein Teil von dem Team zu sein und zu sehen, dass alle gesund sind. Ich habe sie sehr vermisst. Die Woche vom 30. März bis zum 4. April macht dem Personal vom Spital Nyon besonders Sorgen. Mathematische Modelle, die auf der Erfahrung aus Italien basieren, sagen für die Zeit einen starken Anstieg der schweren Fälle voraus. Noch wissen die Verantwortlichen nicht genau, wie hoch die Welle neuer Patienten wird sein. In der Corona-Station leidet der Patient ganz plötzlich unter Atemnot. Das Spitalpersonal ist ein weiteres Mal voll gefordert. Der Patient ist über den Notfall hineingekommen. Wir haben gesehen, dass es ihm nicht gut geht, dass er beatmet werden muss. Darum haben wir ihn hier in die Intensivstation hergebracht. Und dieser Patient hat noch Platz in der Corona-Station des Spital Nyon. Seit der letzten Woche konnte das Pflegepersonal mehrere Patienten retten. Die Betten sind wieder frei geworden und es sind auch 3 zusätzliche Beatmungsgeräte eingetroffen. Das Beatmungsgerät ist uns von der Armee zur Verfügung gestellt worden. Mit dem können wir die Patienten vom normalen Beatmungsgerät entwöhnen und sie so wieder daran gewöhnen, selber zu schnaufen. Spital Nyon? Grüezi. Speziell ist, dass Patienten ohne Corona-Infektion gar nicht mehr ins Spital kommen. Die anderen Abteilungen sind darum ziemlich leer. Das macht dem medizinischen Direktor Sorgen. Wir wundern uns darüber, wo all diese Patienten sind. Rein epidemiologisch gibt es keinen Grund, warum sie jetzt plötzlich weniger Herzinfarkt, Schlaganfälle und andere lebensbedrohliche Krankheiten gibt. Wir haben mehrere Situationen erlebt, wo die Ambulanz zu einem Patienten mit einem Herzstillstand hat müssen fahren. Wahrscheinlich hat der Patient 48 Stunden vorher einen Herzinfarkt gehabt. Er ist aber nicht ins Spital gekommen, weil er gedacht hat, das ginge dann schon wieder vorbei. Und dann ist das Drama passiert. Die Ambulanz bringt in der ersten Aprilwoche immer wieder neue Patienten in die Corona-Station. Innerhalb von einer Stunde kommen gerade 2 neue schwere Fälle dazu. Im Kontrollraum macht sich Pörin Holzwart Sorgen. Den beiden Patienten geht es plötzlich massiv schlechter. Beide hatten einen sehr tiefen Sauerstoffgehalt. Man hat versucht, das mit mehr künstlichem Sauerstoff zu kompensieren. Ihr Zustand ist aber weiterhin sehr instabil. Darum sind sie jetzt hier in der Intensivstation. Gerade nebenan in der Radiologie schauen sich die Spezialisten die Röntgenbilder der Patienten an. Was sie da sehen, gibt nicht zu denken. Die Coronavirus-Infektion der Lunge ist deutlich zu sehen. Die Lunge sollte eigentlich rund ums Herz völlig schwarz sein. Die grossen, weissen Flecken sind typisch bei Corona-Patienten. Sie zeigen, wie stark das Virus die Lungen angreift. Das ist ein Patient, der ziemlich schlecht ist zu weg war. Er ist sofort auf die Intensivstation gebracht und künstlich beatmet wurde. Mitten im Interview läutet das Telefon. In ein paar Minuten kommt mit der Ambulanz schon wieder ein neuer Corona-Patient. Es ist ein Bewohner eines Pflegeheims. Gerade bei so betagten Patienten versucht die zuständige Ärztin abzuklären, welche Behandlung der Mann überhaupt noch will. Wir werden mit der Familie reden und fragen, ob er lebensverlängernde Massnahmen will oder nicht. Die Informationen sind wichtig für uns, denn wir müssen wissen, was wir mit ihm machen sollen. 5 Leute braucht es für den Patienten von der Bar auf das Bett zu lüpfen.
Der alte Mann ist ziemlich verwirrt. Er weiß nicht so richtig, was da mit ihm passiert. Aber es geht ihm besser, als die Ärztin Sandra Bieler befürchtet hat. Er muss vorläufig nicht beatmet werden. In diesen Tagen gibt es für Perrine Holzwart und Aureli Benoit Guillot so viel Arbeit, aber auch so viel öffentliche Anerkennung wie noch nie. Les gens nous applaudissent. Die Leute klatschen uns zu. Das tut uns gut. Und es ist schön, dass auch die Behörden unsere Arbeit schätzen. Ich hoffe, dass sie sich auch nach der Krise noch daran werden erinnern. Es wäre gut, qu'ils s'en rappellent après. Nicht nur in Nyon kämpft das Spitalpersonal schon seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen und gerechtere Löhne. Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig die Menschen für unser Gesundheitswesen sind.